Was macht man nicht? So, und ich sehe gerade, dass ich mit der Holzwand eigentlich eine Etage sogar zu tief war. Naja, aber ich mache es lieber dicht. Oh, und ich habe kein Holz mehr. Okay, wir müssen raus. Da hatte ich schon ziemlich viel abgesammelt. Deshalb gehen wir erstmal in die Richtung. Komme ich da so hoch? Ja. Also da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, wenn ihr Hardcore spielt, dass ihr eure Fluchtwege so haltet, dass ihr immer schnell zur Hütte kommt. Und es nicht irgendwie passieren kann, dass ihr irgendwo nicht mehr hochkommt, weil das hatte ich auch schon mal, dann wurde ich von Zombies umzingelt und dann kam ich ja nicht mehr raus. Gerade in der Anfangsphase ist das ja sehr schwer, weil man keinen Schaden macht. Und dann bin ich draufgegangen. So, die erste Nacht bricht an. Hier ist auch schon eine schöne Stelle für unsere Holzfarm. Ja, Holzhacken, das macht Spaß. Das finde ich auch wesentlich angenehmer als wie bei Minecraft, wo man dann die Stämme sich immer so zusammenhacken muss. Oh, da kommt ein Slime angesprungen. Aber ich lasse dich mal Revue passieren. Die Slimes schwimmen in der Zwischenzeit jetzt mittlerweile auch. Also die gehen nicht mehr unter Wasser. Deshalb ist man unter Wasser vor den Slimes eigentlich relativ sicher. Oh, da kommt von den ersten Dämonenaugen und ich höre schon Zombie. Und ich habe kein vernünftiges Schwert. Also, gerade wegen den Augen habe ich kein vernünftiges Schwert. So, Holz haben wir aber erstmal genug. So, das Kupfer schon zu halten wir uns zwar mal drinnen. So, Baustoffe tun wir uns mal dahin. Ja, alles was irgendwie. So, okay, wir haben jetzt ein Schwert, ein vernünftiges. Drei Demonic Eyes. Ja, kommt mal her. Ich brauche nämlich Linsen. Deshalb finde ich es schön, dass jetzt hier schon mal direkt so viele kommen. Dann hat es da auch ein bisschen leichter mit dem Auge des Cthulhu. Boah, aber gerade bei den Bossen muss ich jetzt extrem aufpassen. Weil wenn ich drauf gehe, verliere ich mein Inventar und auch mein Herz und alles. Also das wird sehr übel. Komm mal her, du blöder Sack, du. Geh zurück nach Vielmann. Aber lass mir deine Linsen hier. Ist auch schön zu sehen, es wird jetzt angezeigt, was man aufsammelt und wie viel man davon schon im Inventar hat. Ein Zombie lasse ich jetzt erstmal links liegen, der interessiert mich nicht. Ich hindessen baue jetzt erstmal die Hütte dicht. Sonst... okay, die Bodenplattform wollte ich jetzt nicht. Ich wollte Wooden Wall haben. Ihr müsst auch gucken, wenn ihr das jetzt hier so zubaut, guckt wirklich, dass das dicht ist, weil viele Leute haben mich schon angesprochen, ja, das funktioniert mit dem Spawnbett nicht. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass das hier zu ist, dass das hier wirklich dicht ist. Es darf da keine Lücke zwischen sein. Sonst zählt das nicht als geschlossener Raum. Deshalb, wenn ihr zum Beispiel sowas hier habt, oder sowas, ne, wirklich alles dicht machen. Deshalb mache ich auch gerne erst die untere Bahn und dann die obere, weil dann weiß man, dass die schon mal dicht ist und braucht das dann hier nur noch auszufüllen. Dann sieht man direkt hier, ob eine Lücke irgendwo ist. Okay. Ein bisschen Holzwände brauche ich noch. Ja, kommt mal rein. Okay, dafür nehme ich dann doch lieber. Obwohl ich das komisch finde, dass das Kupfer Shortsword weniger Schaden macht als das Holzschwert. Deshalb nehme ich jetzt erstmal das Holzschwert, weil es ja eh nur noch einer ist. Und tschüss. Coppercoin 58, 76, 2.
Okay, also bis der Händler kommt, brauchen wir noch einiges an Silber. Gut, gut, gut. Dann ein paar Wooden Platforms sind nie verkehrt. Ein paar Fackeln genauso wenig. Na, springst du da hoch? Oh ja, Dämonenaugen en masse, sehr schön. Aber wir haben bis jetzt noch keine einzige Linse bekommen. Also wie gesagt, das wird jetzt mein wirkliches Hardcore-Let's Play. Keine Cheats, keine Tricks, Hardcore-Modus. Und das wird ein sehr langes Let's Play. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Da werden wir viel Unterhaltung haben. Zwischendurch werden natürlich auch noch Turniere gespielt. Das wird aber meistens an einem Wochenende stattfinden. In der Woche spiele ich dann Terraria Solo. Und bitte auch erstmal keine Anfragen, ob ich mit jemandem einzeln einen Let's Play Together mache. Sowas mache ich nicht, weil es haben mich schon so viele Leute angefragt. Und das eigentlich müsste ich ja dann dem Ersten den Vorzug geben. Und mit dem das erst Let's Play Together machen. Aber da werde ich auch irgendwann noch ein Gewinnspiel draus machen und der, der das Gewinnspiel dann gewinnt, der macht dann mit mir ein Let's Play zusammen, so dass jeder die Chance hat, mit mir das Let's Play dann auch zu machen. Und wir werden sehen, was sich dann da so tut. So, das sieht schon alles richtig schnieke hier aus. Die Höhle hier, die gefällt mir nicht ganz so gut. Wie viel Erde haben wir denn? 54, ja, das ist gut. Da bauen wir uns jetzt hier einfach mal das Gras hier so ein bisschen ab, damit das nicht ganz so blöd aussieht, wenn ich das jetzt wieder dicht mache. So, schnieke Hütte, Zombie vor der Tür, hau ab du Sack du, zurück in dein Grab, wo du hergekommen bist. Es gibt jetzt auch einen Dr. Bones Zombie, abgeleitet von Indiana Jones, der trägt so einen Archäologenhut, den man dann auch kriegt, wenn man den platt macht. Der kommt aber erst, ich glaube, wenn man 100 Zombies gekillt hat, erst dann spawnt der. Okay, das ist mir noch ein bisschen zu uneben. Komm her. Fühle mein Schwert. Da stehst du doch drauf. Okay, der erste ist schon mal am Arsch. So. Okay, ich denke mal, hier ist eine gute Stelle, um euch das zu zeigen, was passiert, wenn man den Hardcore-Modus anhat. Nämlich dieses. Man verliert sein ganzes Inventar. Jetzt würden auch alle Herzen zurückgesetzt und so weiter. Man startet wieder mit der Grundausrüstung. Ja, ich habe natürlich nichts mit zum Craften. Gerade ein Holzschwert machen. Okay. Dann muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich mit dem Kupferschwert soweit zurechtkomme. Obwohl jetzt ziemlich viele Zombies jetzt kommen. Boah, jetzt kommen die auch noch angesprungen. Das hat natürlich eine schnellere Angriffsrate, das finde ich sehr angenehm. Dafür macht es weniger Schaden. Aber für die Zombies ist es echt genial. Weil die versuchen einen nicht anzuspringen, sondern kommen so chillig auf einen zu. Und der letzte. So, ich brauche mein Inventar nämlich wieder. Das ist das Schöne daran, man verliert sein Inventar in dem Sinne nicht, wenn man es wieder einsammeln kann. Wenn man jetzt natürlich unten in der Höllenwelt drauf geht, wo Lava ist, da werden viele Sachen dann geschmolzen. So, hier seht ihr jetzt den Grabstein.
mit der Todesart, der bleibt dann auch stehen und den würde ich euch raten, nicht zu editieren, auch wenn das geht, aber bei mir ist das Spiel eben dabei voll abgestürzt. Oh scheiße, ich muss jetzt echt aufpassen. Ich hab nochmal... kommt von hinten jetzt. Unten dem... Ne, Leute, das wird mir zu viel hier. Boah, wow, war das knapp. Da flüchte ich lieber. Hau ab, du. Du, lass mich rein. Boah. Oh. Also es wird jetzt sehr extrem, wie ihr seht. Okay, was haben wir denn noch? Also ein Stuhl brauchen wir sowieso. Ein Tisch brauchen wir später auch noch. Da habe ich jetzt auch mein schönes Schwert wieder. Eine Linse haben wir auch. Sehr schön. So, hier haue ich jetzt einfach mal die Baustoffe rein. Hier die Items. Woodwall, Baustoff. Hier den ganzen Kladderadatsch. So, wir nehmen noch einen Stuhl mit. Ein Schild. Aus den Steinen machen wir uns ein paar Pfeile und einen Bogen. Weil der Bogen definitiv nicht verkehrt ist. Feuerpfeile brauchen wir jetzt erstmal nicht. Okay. Oh, ein Claypot. Komm, nehmen wir uns noch einen Claypot mit. So. Erstmal stelle ich jetzt hier ein schönes Schild auf. Ah! Haust du ab? Das kurz. Bock. So. Lassen wir das jetzt erstmal so. Jetzt habe ich schon wieder voll die Energie verloren. Also ihr seht schon, es wird richtig extrem jetzt diesmal bei diesem Let's Play. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das antue. Aber ich bin ja ein Pro-Gamer. Deshalb will ich mir das auch einfach antun. So, Holz. Ein Claypot. Wir stellen jetzt hier noch eine Fackel auf, da noch eine Fackel auf, da noch eine Fackel auf. So. Dann ist das Ganze hier auch direkt ein bisschen heller und einladender. Na, komm, so. Den Claypot hauen wir uns hier mal so schön hin. So, Holz haben wir noch ein bisschen. Heiltränke könnte ich gut gebrauchen. Was brauche ich denn für die Heiltränke nochmal? Oh, was ist das? Provides Life Regeneration. Ja, cool. Das heißt, 2 Minuten lang habe ich Lebensregeneration. Das ist ja mal geil. Da brauche ich ein Bottle Water. Okay. Eine Daybloom. Ein Mushroom. Okay, und für den brauche ich einen Pilz, 2 Gel und 2 Bottle. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Sand. Um, um uns dann später auf die Flaschen zu machen. So, ich glaube, das machen wir jetzt auch einfach mal als erstes. Haben wir Arkons mit, Arkons haben wir mit, schön. Weil ich sehe gerade, das ist hier alles ein bisschen karg mittlerweile. Oh, da sind sogar Goldfischli. Oh, die sind sogar tot. Sehr schön. Da habe ich noch nicht ganz rausgefunden, was man mit denen machen kann. Aber da können wir auch gleich einen Guide nochmal fragen. Das ist das Schöne an dem Guide. Also auch Terraria wird stetig weiterentwickelt. Deshalb ist es schon fast der Minecraft-Klon schlechthin für 2D. Es wird immer neue Funktionen geben, Möglichkeiten und so weiter und so fort. So, Holz nehmen wir uns natürlich auch noch mit. Oh, da sehe ich Kupfer. Oh, 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 das schreit nach Korruption. Oh. Little Eater of Soul gibt es jetzt auch. Cool, die habe ich noch nicht gesehen. Oh, umzingelt ist unfair. Oh, ja, es darf nicht wahr sein. Leute, Leute, das wird echt schwierig. Was habe ich mir da nur angetan?